Was geht ab? Das Spielejahr 2012 neigt sich eigentlich schon so langsam das Ende zu, zumindest für mich. Für mich kam jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nichts Großartiges raus. Deswegen an dieser Stelle ist für mich das Jahr 2012 für mich beendet. Und ich habe mir was überlegt, wie ich das Spielejahr so ein bisschen für mich Revue passieren lasse. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, mache ich die unglaublich spektakulären Yeti Win Awards 2012. Ich habe verschiedene Kategorien mir rausgesucht, Dinge, die mir halt persönlich halt irgendwie gefallen haben und die mir wichtig waren, die ich irgendwie gesehen habe. Es gibt ein paar Kategorien, die dann halt irgendwie wegfallen, weil sie mich nicht so sehr interessieren. Darauf komme ich aber noch zu sprechen, wenn wir dann mit den Awards loslegen. Wenn man mich als man mich zu Beginn des Jahres 2012 gefragt hat, wie ich denn so dieses Spieljahr 2012 voraussehe, dann hatte ich damals so eher Bedenken. Ja, also das war irgendwie, ja, okay, weil gerade letztes Jahr hatten wir so Spiele wie Portal 2, wie Skyrim, wie Modern Warfare 3, wie Uncharted 3, wie Batman, Arkham City und Battlefield 3 und jeder Kracher nacheinander, das war richtig, richtig krass. Zelda, Skyward Sword und. Also da kamen wirklich viele große Namen raus. Aber jetzt, nachdem das Jahr so gut wie vorbei ist und ich jetzt so mal ein bisschen zurückblicke auf dieses Jahr, muss ich sagen, dass dieses Jahr eines der besten Spielejahre war der letzten Zeit. Und das sage ich nicht häufig. Also gerade letztes Jahr, obwohl eben so viele große Namen da waren, war ich letztes Jahr eigentlich eher enttäuscht, weil man hat schon vieles gekannt. Es war immer, man wusste halt, was einen erwartet. Man war nicht so überrascht, man war nicht so von diesen einzigartigen, innovativen Spielen geflasht, sondern es war halt so, es war sehr gute Unterhaltung, es war sehr gutes Niveau, aber in diesem Jahr war das mal eine Schippe besser. Ja, eine Schippe einzigartiger, eine Schippe innovativer. Ich hatte viele Spiele, die ich dieses Jahr eigentlich quasi gar nicht auf dem Radar hatte, die mich trotzdem total geflasht hatten. Sowas kann man nicht immer wiederholen, deswegen ist dieses Jahr wirklich ganz besonders für mich persönlich. Werde ich gleich aber auch erklären, warum. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil das ist klar, das Spielejahr 2012 besteht nicht nur aus Videospielen, sondern auch aus der gesamten Branche. Und ich guck mal, ja, aus der gesamten Branche. Und da gibt es ja viele Dinge, viele Sachen, viele Skandale, die hier aufgetreten sind, viele Launches dieses Jahr zum Beispiel, werde ich auch in meinem Jahresrückblick eigentlich so gut wie gar nicht beachten können, ist die Wii U, ja. Ich habe jetzt nicht so das große Interesse an der Wii U. Ich habe sie auch nicht. Ich gedenke sie mir auch nicht irgendwie in der nächsten Zeit zu holen. Deswegen wird die Wii U und das ganze Line-Up auch nicht in diese Bewertung einfallen. Aber ein anderer Launch in diesem Jahr gehört zu einem meiner größten Flops in diesem Jahr. Das ist die PS Vita. Ich hatte die PS Vita einen Monat lang hier. Ich konnte sie ausgiebig testen. Ich habe Uncharted Golden Abyss gespielt, Gravity Rush, Unit 13, Wipeout, Resistance Burning Skies, also so einige große Namen zumindest zu der Zeit. Und ich war von dem Gerät, das Gerät selber ist ja ganz okay, das ist wirklich top, liegt gut in der Hand, kann man gut steuern, aber es fängt schon damit an, dass man diesen Touchscreen hat, ja. Und wenn man den Touchscreen benutzen muss, dann muss man halt, du hast halt wirklich die PS Vita in deiner Hand. Gerade hast du richtig die perfekte Stellung und dann musst du aber irgendwie den Griff loslassen, weil du irgendwas auf dem Touchscreen eingeben musst und dann hast du wieder deine Stellung finden. Ja? Und das sind so Sachen, selbst am Gerät, die mich gestört haben. Aber der größte Flop ist eigentlich für mich, dass ich auch gemerkt habe, dass ich mit Handhelds eben nicht viel anfangen kann. Und ich auch nicht genau weiß, für wen ist die PS Vita gedacht. Also, ich habe halt nicht die Möglichkeit, draußen ein Handheld zu spielen. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kann nicht, das einzige Mal, wo ich die PS Vita wirklich mal rausgeholt habe, weil das die einzige Zeit war, wo ich sie rausholen konnte, war bei der Post, ja, in der Schlange. Aber es war auch voll unangenehm und irgendwie ungemütlich. Das heißt, ich spiele so ein Handheld zu Hause. Warum soll ich ein Handheld dann aber zu Hause spielen, wenn ich so eine abgespeckte Version von Assassin's Creed 3 Liberations spielen muss? Oder ein Call of Duty Black Ops 2, wie heißt das, Declassified oder so? Da habe ich doch die großen Brüder hier auf der PS3 dann lieber, ja, wo ich dann einfach die komplette Version, das komplette Spiel, nicht irgendwie eine abgewandelte Form. Ja, das bringt mir teilweise einfach nicht, ein Resistance Burning Skies zu spielen. Das macht zwar Spaß, keine Frage, aber da kann ich auch wirklich Resistance 1 bis 3 spielen, da habe ich genau den gleichen Spaß, der auch wirklich dann so eine richtig
richtigen Umfang hat an Spielen. Deswegen war die PS Vita auch mit dem Preis und den Speicherkarten für weiß nicht wie viel, zig Euro, einfach für mich ein Flop. Da gab es auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Mass Effect 3. Da gab es ja diesen riesigen Skandal mit dem Ende. Also keiner redet mehr heutzutage so richtig viel von Mass Effect 3, sondern eigentlich geht es nur noch um Mass Effect 3 plus Ende. Und das ist natürlich eine Sache, die nach sich gezogen hat. Mich persönlich hat es echt genervt, muss ich zugeben. Also ich fand es echt nervig, weil diese ganze Indoktrinationstheorie und das ganze Drumherum, die Rechtfertigung von BioWare, dieser Shitstorm im BioWare-Forum, das alles war echt nervig. Und ich bin froh, dass das mittlerweile vorbei ist. Und ich hoffe, dass das nicht noch einmal vorkommt, dass so ein Ende nachträglich nochmal gerechtfertigt werden muss. Die Fans sind teilweise echt, also Videospielfans sind schon so eine Eigenart. Ja? Dann muss ich noch kurz was zu Capcom sagen. Capcom war in diesem Jahr von den spielerischen Sachen her, hat es mich schon sehr überrascht, also abgesehen von Resident Evil 6, aber da gab es zum Beispiel ein Azura's Wrath oder ein letztes Jahr war Ghost Trick da. Auf der Gamescom habe ich Spiele gesehen wie Lost Planet 3, total begeistert. Devil May Cry fand ich sogar cool oder auch Remember Me. Also irgendwie haben die schon ein paar Ideen im Petto, aber ihre Unternehmensphilosophie fand ich halt eben kacke. Ja, da haben sie so Sachen gesagt wie, ja, wir machen Resident Evil 6 halt nicht mehr als Survival-Horror-Spiel, weil das eben nicht mal den großen Absatz umwirft und wir haben nicht so viel Umsatz. Im Call of Duty-Markt gibt es mehr zu holen, deswegen richten wir uns jetzt nach dieser Zielgruppe. Was ist aus den alten, traditionsbewussten japanischen Studio geworden, das sich verkauft? Ja, was ist aus den alten Werten geworden, die sie selbst mit ihrer Marke etabliert hatten im Markt, dass sie das mit Füßen treten? Das ist einfach nur schade. Da gibt es auch andere Aussagen, wie zum Beispiel, wir verkürzen jetzt unsere Entwicklungszeiten, damit wir mehr Spiele delivern können und sowas. Das ist alles, ich weiß nicht, wohin das führen soll, wenn dann so sogar ein japanisches Studio anfängt, mit solchen kapitalistischen Unternehmensphilosophien anfängt. Das ist sehr schade und ich hoffe, dass das nicht unbedingt jetzt sich in die nächsten Jahre auch noch irgendwelche andere Firmen mit sich zieht. Obwohl es das schon fast teilweise tut. Aber hoffen wir mal das Beste. Was aber allerdings der größte Fail in diesem Jahr war, also ich weiß nicht, es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht dieses Jahr, könnte auch glaube ich vom letzten Jahr gewesen sein, aber für mich im geistigen, zeitlichen Auge ist das dieses Jahr gewesen, war das Logo von Resident Evil 6. Die 6. Ja, oder hier so rum. Also ich weiß nicht, da muss sich halt hier jemand hinsetzen, ein Designer, da kriegt er von Capcom den Auftrag, du machst jetzt die geilste 6, so ein Eyecatcher, der jedem im Gedächtnis bleibt, dann überlegt er sich was, also vielleicht hat er es ja so geplant, keine Ahnung, aber dann macht er sich so eine geile 6, kommt zu Capcom, hier, guck mal, die 6, boah, geil, das veröffentlichen wir sofort. Und ich glaube, ein paar Minuten nachdem das veröffentlicht worden ist, kam das erste Bild auf 9gag, mit der Giraffe, die einen geblasen bekommt. Also, das kriegst du ja auch nicht mehr weg. Das kriegst du ja nicht mehr weg. Ich habe versucht, mit allen psychologischen Mitteln, diese 6 mir wegzudenken, diese Giraffe mir wegzudenken, um endlich diese 6 zu sehen. Es funktioniert nicht. Wenn du einmal dieses andere Logo gesehen hast, kannst du das Logo nicht mehr angucken. Also, das ist schon, das tut mir wirklich leid und es ist auch ein Riesen-Fail. Also, das finde ich schon ziemlich witzig und, kommen wir dann letzten Endes zu den Awards. Natürlich muss ich kurz davor sagen, ich bin ja nicht eine Maschine. Ich habe natürlich einige Spiele nicht gespielt. Ja, da gibt es zum Beispiel Spiele wie Diablo 3, Borderlands 2, XCOM, Lollipop Chainsaw, Catherine, ja. Die Wii U an sich zum Beispiel. Das sind alles Spiele, die habe ich, und einige Wii-Spiele auch natürlich, habe ich nicht gespielt und werde ich auch nicht nachholen. Das sind jetzt alle Spiele, die ich nicht nachholen werde. Es gibt aber auch ein paar Spiele, die habe ich jetzt einfach nicht gespielt, aber will sie auf jeden Fall irgendwann mal nochmal spielen. Zum Beispiel sowas wie Dust in Elysian Tale oder was gibt's dann noch? Ghost Recon Future Soldier oder aber auch ganz frisch bin ich noch dran an Far Cry 3. Versuche ich nur so halbwegs in diese Bewertung eingliedern zu lassen, weil ich habe das schon mehr als die Hälfte schon gespielt, möchte aber nicht jetzt irgendwie da viel großartig jetzt hier in diese Bewertung einfließen lassen, weil ich das Spiel eben noch nicht komplett durchgespielt habe.
Wie gesagt, es gibt ja auch einige Kategorien. Die könnt ihr euch übrigens unten in der Informationsbox schon mal angucken, als Überblick, was ich heute so abhandeln möchte. Einige Kategorien, die ich nicht dazu gepackt habe, weil zum Beispiel sowas Best-Strategiespiel. Ich spiele keine Strategiespiele, habe in diesem Jahr auch keine gespielt, deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt auch XCOM zu spielen. Ja, also das funktioniert halt einfach nicht. Bei mir gibt es halt eben so meine persönlichen Präferenzen und die könnt ihr unten in der Informationsbox nachlesen. Bester Ego-Shooter 2012 und ich muss sagen, dieses Jahr kamen nicht so viele raus, so in meinem Überblick so ein bisschen und auch nicht so großartige Spiele raus. Ich habe jetzt zum Beispiel auch kein Medal of Honor Warfighter gespielt, aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, für mich persönlich waren es nicht unbedingt so gute Sachen dabei, meistens auch relativ enttäuschende. Deswegen auf Platz Nummer 1 ist dieses Spiel. Ja, was soll ich sagen? Halo 4 hat mich einfach total begeistert. Und das auf eine Art und Weise, die ich selber nicht für möglich gehalten hatte, weil Halo 4 mich am Ende tatsächlich zu Tränen gerührt hatte. Und dass man sich nochmal an das Halo-Universum gewagt hatte mit einem neuen Anstrich, mit neuem düsteren und besserer Optik und einer neuen Atmosphäre, neuer Geschichte, mit neuen Waffen, alles drum und dran, aber eben noch das Halo-Feeling beibehalten hatten, das finde ich einfach bemerkenswert. Und deswegen ist Halo 4 als Shooter echt eine Klasse für sich. Halo 4 ist für mich ganz klar der beste Shooter im Jahr 2012. Bester Third-Person-Shooter sieht schon ein bisschen anders aus. Da haben wir einige Titel gehabt, wie zum Beispiel I Am Alive oder Spec Ops The Line oder Binary Domain und Inversion und was auch immer was. Da muss ich sagen, dass da aber ein ganz bestimmter Titel für mich nochmal die erste Geige gespielt hat. Und zwar der Gewinner in der Kategorie Bestes Third-Person-Spiel-Shooter ist dieses hier. Ja, es hat einfach noch keiner hingekriegt, diese Bullet Time von Max Payne 3 so gut einzusetzen. Keiner hat es auch hingekriegt in diesem Jahr, die Action und die geballte, krachende, explosive Action so ästhetisch und geil zu inszenieren wie Rockstar Games mit Max Payne 3. Wenn ich da irgendwie mit Max Payne durch so eine Scheibe hechte und bam, 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 die Kugeln da so durchfliegen oder ich mit der Pumpgun durch die Tür, boom, und das knallt richtig, das habe ich einfach in diesem Jahr nicht gesehen. Ich kann die Kritikpunkte teilweise verstehen. Das Spiel ist wirklich ein reinrassiges Actionspiel, aber dafür ist es wirklich ein hochklassiges, vielschichtiges, reinrassiges Actionspiel mit einer geballten Ladung Testosteron. Für mich Max Payne 3 der beste Third-Person-Shooter in diesem Jahr. Bestes Action-Adventure ist schon wieder so eine Kategorie, da kann man vieles reinpacken, viele Spiele. Und in diesem Jahr, muss ich sagen, waren einige Titel dabei, die mich total begeistern konnten. Wie zum Beispiel auch Pandora's Tower ist für die Wii. Würde für mich jetzt auf Platz 2 folgen, weil das Ding hat mich wirklich begeistert. Aber in diesem Fall habe ich da einen klaren Gewinner. Und zwar ist es dieses hier. Darksiders 2 hat mich einfach mega begeistert und ich bin nachhaltig immer noch sehr davon überzeugt, dass Darksiders 2 das beste Action-Adventure-Spiel in diesem Jahr war, weil es auch für mich eben so ganz
klar definiert war, was es sein möchte. Bei Darksiders 1 wusste ich nicht, ist das jetzt ein God of War Hack and Slay Spiel oder ist das so ein Zelda-artiges Rätsel-Dungeon-Design oder was will es einfach sein? Und bei Darksiders 1, 2 hattest du eben so viel klarer das Bild, dass du da mit Tod durch diese offenen Landschaft geritten bist, in diese Dungeons rein, die Rätsel gelöst hast, die fetten Bossgegner besiegt hast, dich aufgelevelt hast und alles noch gepaart mit einer tollen Atmosphäre und einem guten, richtig guten Art-Design, ist einfach etwas Einzigartiges und hat mich sehr begeistert. Und in diesem Fall ist Darksiders 2 das beste Action-Adventure-Spiel in diesem Jahr. Ja, bestes Rollenspiel. Wenn ich das so betrachte, gab es dieses Jahr einiges. Diablo 3, Guild Wars 2, The Witcher 2 und. Aber einige oder wenige haben mich richtig begeistern können, bis auf vielleicht Risen 2, das mit seinem Piraten-Setting einfach für mich sehr, sehr cool war als alter Gothic-Hase. Aber letzten Endes hat ein anderes Spiel die Nase vorn, und zwar dieses. Tja, was soll ich sagen? Abgesehen vom Ende ist das Spiel einfach top. Es hatte eine super geile Atmosphäre. Ich war wirklich so froh, wieder mit Commander Shepard und der Normandy im All herumzufliegen und die ganzen Leute wieder zu sehen, die mich immer begleitet hatten, wie Lyara, Garrus und Tali. Dann auch Leute zu sehen, um zu gucken, wie sie sich entwickelt haben, wie Jack oder wie Rex oder wie Grunt oder wie Jacob. Das fand ich einfach so toll. Ist ein großartiger Abschluss. Und klar, jetzt werden sich einige natürlich fragen, warum ist Mass Effect 3 in der Kategorie bestes Rollenspiel? Ich für meinen Teil muss noch sagen, dass ich immer noch, auch wenn Teil 2 und Teil 3 mehr Shooter-Einlagen haben, ich noch mit Teil 1 immer noch in diesem Rollenspielsegment verfliege. Deswegen bleibt auch Mass Effect für mich immer ein Rollenspiel. So einfach ist es. Und deswegen gewinnt es den Award in der Kategorie Bestes Rollenspiel 2012. Bestes Adventure Game. Und da muss ich sagen, geht es mit weitem Abstand an Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Deponia. Deponia oder beziehungsweise Diadelic, die Entwickler, haben es wieder mal geschafft oder haben es allgemein geschafft, mein altes Point-and-Click-Adventure-Herz wieder entfachen zu lassen. Ja? Es lodert wieder, ich habe Bock auf Point-and-Click-Adventure, ich bin immer noch total begeistert, wenn ein neues Spiel von Diadelic rauskommt. Und Deponia war eben so ein Ding, das war charmant, das war sympathisch, das war super schön anzusehen, das war lustig, ich habe mich teilweise schlapp gelacht und hatte eine bezaubernde Geschichte. Deswegen Deponia und auch der Nachfolger Chaos of Deponia, die kann man beide zusammenzählen, das beste Adventure-Spiel in diesem Jahr. Oh, da sind wir jetzt bei der Kategorie Bestes Stealth Game. Und da hatten wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr hochklassige Schleichspiele. Zum Beispiel Mark of the Ninja, das Download-Spiel für Steam und Xbox Live Arcade oder aber Dishonored, das mir auch sehr gut gefallen hat, aber in der Kategorie Stealth Game ist einer also wirklich unangefochten auf Platz 1 und zwar dieser gute Herr.
Tja, Agent 47 hat es halt immer noch volle Kanne drauf. Und das Geile an Hitman Absolution war halt eben, dass es ein einzigartiges Spielerlebnis ist, das halt nur Hitman hat. Hitman hat eben so seine eigenen Regeln, Hitman hat eben so sein eigenes Spiel und natürlich ist es dann für viele dann vielleicht zu langweilig oder nicht so ihr Ding, aber es ist halt selten geworden, dass man ein Spiel kommt, dass so eine eigene Linie fährt, dass so und sich nicht darum, wirklich ein Scheißdreck drum kehrt, ob jetzt zum Beispiel Call of Duty oder Medal of Honor total beliebt sind. Hitman ist vielleicht ein bisschen actionlastiger geworden, weil es einfach mehr inszeniert worden ist, aber als Death Game hatte ich immer noch megamäßig viel Spaß mit dem Spiel. Ich möchte aber nicht so viel davon verraten, weil ich habe dazu noch eine Meinung, die ich noch in einem Video vertreten möchte. Deswegen gehen wir geschwind weiter zur nächsten Kategorie. Bestes Horrorspiel. Und hier habe ich dieses Jahr jetzt nicht großartig viel gesehen. Deadlight kann man jetzt so sagen als 2D-Plattformer mit Zombie-Thematik. Oder aber ganz knapp dahinter, hinter dem Gewinner in diesem Jahr, Lone Survivor. Einfach eine großartige Horror-Ekel-Atmosphäre hat mich wirklich begeistern können. Für einen Zehner kann man echt nichts falsch machen. Ist aber trotzdem immer noch der Verlierer gegenüber diesem Spiel. Ja, Silent Hill Downpour hat mich sehr begeistern können. Ich war wirklich, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich bei einem Silent Hill Spiel, natürlich ist es nicht diese gleichen Gruselfaktor wie damals, aber es hat wenigstens noch so eine Richtung, die es einnimmt, die ich vertreten kann. Weil ich da auch sage, okay, da geht es wenigstens noch in so eine Gruselrichtung. Anders als Resident Evil, dass er in so eine Actionrichtung geht, geht Silent Hill immer noch zumindest wieder zurück zu seinen Wurzeln. Es hat eine Story, die Sinn macht, es hat eine Story, die interessant ist, es hat einen Hauptcharakter, der für mich persönlich auch angenehm war zu spielen und eben teilweise richtig geile Szenen, die ich auch später erst im Gespräch mit anderen Leuten erst erfahren habe, wo ich gesagt habe, verdammt, das ist ja voll geil, habe ich leider nicht erlebt. Ich habe so meine eigenen Nebenquests zum Beispiel gemacht, die allesamt eine eigene Story erzählt haben, die fast schon für ein eigenständiges Spiel gereicht hätten. Wirklich, wirklich geil. Silent Hill Downpour war in diesem Jahr auf jeden Fall das beste Horrorspiel. Bester Download-Titel. Das war in diesem Jahr sehr, sehr knapp. Lone Survivor, habe ich gerade erwähnt, hat mich total gefesselt und geflasht. Auch The Walking Dead nehme ich jetzt mal hier heraus, weil das zähle ich nochmal anders. Also das möchte ich gleich nochmal erklären, wenn wir dann mal an andere Kategorien gehen. Aber das hat auch viel damit zu tun, weil eben der Gewinner in dieser Kategorie was ganz Besonderes war in meinem Gaming-Erlebnis. Und zwar ist es dieses Spiel. Wer mein Video noch nicht gesehen hat zu Journey, mein YouTuber hat eine Meinung, Journey plus meine persönliche Reise, der möge sich das doch gerne nochmal angucken, das möchte ich jetzt hier nicht nochmal alles erklären, aber das ist ausschlaggebend dafür, warum Journey für mich so besonders war. Das hat einfach für mich ein Erlebnis mir geboten, das ich so wahrscheinlich nie wieder erleben werde, mit der tollen Atmosphäre, mit der tollen Optik und diesen
mit dieser eigenen Erfahrung, mit diesem Typen, mit dem ich da gelaufen bin, mit diesen ganzen Situationen, die wir da erlebt haben. Ich glaube, sowas werde ich nie wieder erleben. Und deswegen ist Journey ganz wichtig und auch ganz, ganz speziell hier in meinem Gamer-Herz drin. Bestes Download-Spiel in diesem Jahr, Journey. Beste Story. Obwohl The Darkness 2 eine großartige Story hatte und auch Lone Survivor eine sehr vielschichtige, tiefgründige Geschichte erzählt hat mit Interpretationsbasis. Gehört für mich trotzdem The Walking Dead zur einsamen Spitze, weil ich in keinem anderen Spiel in diesem Jahr so sehr interessiert war, wie es weitergeht. So sehr von der gesamten Thematik mit diesen Zombies halt eingenommen gewesen bin, dass ich einfach nur die Beziehungen zwischen den Leuten auf gerade biegen wollte, obwohl das teilweise gar nicht für möglich war. Das gesamte Gameplay hat dazu noch dazu beigetragen, dass es einfach schwierig war, die Story selbst zu schreiben, weil du unter Druck bist, du bist unter Zeitdruck, du musst schnell Entscheidungen treffen, du musst dich entscheiden, für welche Seite du jetzt zum Beispiel redest. Das Ganze hat einfach ein ganz anderes Level eingenommen in Sachen Storytelling, plus dazu noch, wie ich finde, ebenso diese Verbissenheit, unbedingt Clementine zu schützen. Und das ist eine ganz andere Ebene von Videospiel-Storytelling, die wir bis jetzt noch selten erlebt haben. Heavy Rain hat es teilweise schon geschafft, aber gerade Clementine mit Beziehung zu Lee, das ist was ganz anderes, das ist was ganz Einzigartiges. Das habe ich so noch nie erlebt, deswegen ganz klar, beste Story, The Walking Dead. Bester neuer Hauptcharakter, obwohl ich zum Beispiel Death von Darksiders 2 total cool fand und irgendwie so eine eigenständige Persönlichkeit. Herrlich, der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Muss ich sagen, dass ich mit Tiponias Rufus so ungemein viel Spaß hatte. Die Synchronstimme war großartig. Monty Arnold ist einfach, der lebt diese Figur. Die Dialoge, die Kommentare von ihm, diese Tollpatschigkeit, diese Ehrgeizigkeit, dieses assige Verhalten, aber immer noch dieses grundherzliche, das fand ich einfach toll. Dieser Typ ist super lustig. Ich würde mich freuen, wenn das noch viele, viele Jahre noch irgendwas von ihm kommen würde. Rufus ist einfach großartig. Ja, jetzt kommen wir zum ultimativen Gegenspieler des Haupthelden, und zwar dem besten Bösewicht. Und obwohl ich Far Cry 3 ja noch nicht durchgespielt hatte, hätte ich eigentlich Vaas als besten Antagonisten auf Platz 1 gesetzt und den Award verliehen. Aber ich wollte es jetzt nicht irgendwie unfair machen oder unfair erscheinen lassen, deswegen lasse ich Vaas jetzt mal in der Ecke. Auch Charles Lee von Assassin's Creed 3 fand ich eigentlich als Bösewicht sehr cool. Der war sehr wahnsinnig, psychopathisch, ist über Leichen gegangen und hat einfach unschuldige Leute gepeinigt. Aber für mich der beste Bösewicht war eben dieser.
Was für mich einen guten Bösewicht ausmacht, ist, dass der zum einen wirklich von mir verhasst wird, aber auch irgendwie so unantastbar erscheinen sollte. Es sollte nicht so eine Weichflöte sein, die ich nach, weiß nicht, 5 Stunden wegputze. Es sollte so ein Gegner sein, wo ich das Gefühl habe, der ist wirklich schwer zu knacken. Da muss ich alle meine Kräfte, alles, was ich habe, bündeln, um diese Figur, die einfach, oder diesen Bösewicht, der einfach überlegen, mir überlegen ist, egal ob geistig oder körperlich, dass ich diese Figur einfach besiege. Und bei den Reapern hat das einfach perfekt gepasst. Die waren so schwer und so unberechenbar, dass ich wirklich vor denen, wenn einer gekommen ist, echt Schiss hatte. Ja? Und das ist für mich in diesem Sinne ein guter Bösewicht. Für mich verdient den Award bekommen in der Kategorie bester Bösewicht. In diesem Jahr hatte ich ungemein viele Überraschungshits, deswegen ist es ja auch ein tolles Spieljahr gewesen für mich. Zum Beispiel waren da so Sachen dabei wie Sleeping Dogs, das fand ich einfach, ich meine, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das war ein tolles Spielerlebnis, The Walking Dead. Ich meine, Telltale Games kannte ich schon vorher, aber so dieser Comic-Look und diese Episoden-Release-Geschichte war nicht unbedingt so meins und das Spiel kommt und es haut mich komplett weg. Aber der größte Überraschungshit, und ich glaube, es ist bei vielen Leuten so, war dieses Spiel. Das hat, glaube ich, niemand von uns gerechnet, dass so ein Add-on kommt und wirklich mal richtig reinhaut. Und das Geile ist einfach, ich freue mich deswegen. Ich freue mich, dass DayZ so viel Erfolg hatte, weil das Spielprinzip nicht dieses, wir haben jetzt eine Masse an Zombies, die wir jetzt mit verschiedenen Knarren wegballern, sondern dass man guckt, okay, wie die Zombies sind eigentlich Beiwerk. Ich muss hier nur überleben. Und wie mache ich das? Zwar ist es für mich persönlich jetzt so eine Sache gewesen, dass ich nicht mehr motiviert genug war, um mehr zu spielen oder weiter zu spielen, weil großartig viel habe ich nicht irgendwie vor mir gesehen, aber dafür hatte ich in diesen kurzen Stunden, die ich das Spiel gespielt hatte, unglaublich viel Spaß, weil es hatte eine richtig dichte Atmosphäre, denn jeder Tod ist eben, wie bei Dark Souls, eine Niederlage und das darf nicht passieren. DayZ, Überraschungshit des Jahres 2012. Ja, größte Enttäuschungen, da waren einige dabei. Da muss ich sagen, zum Beispiel so Spiele wie Syndicate von Starbreeze Entertainment hat mich echt ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte von dem Entwicklerstudio mehr erwartet, ich hatte mir von diesem ganzen, von diesem Cyberpunk-Feeling mehr erwartet oder aber Silent Hill HD Collection. Ich habe mich echt drauf gefreut, dass die Silent Hill HD Collection kommt und dann ist es da so eine technische Katastrophe, so ein Desaster. Unspielbar, kommt kaum noch irgendwie an die Originale heran, weil es einfach technisch gesehen gar nicht mehr mit dem richtigen neuen, oder dem richtigen alten Feeling zusammenpasst. Nee, das war echt enttäuschend, aber größte Enttäuschung war, und ich glaube, ihr könnt es euch schon ausmalen, dieses Spiel. Ja, die beste neue IP, also das beste neue Franchise, das entwickelt worden ist, ist immer toll zu sehen, dass auch mal wieder frische neue Ideen kommen, frische neue Marken mit neuen Universen, mit neuen Charakteren, mit neuen Geschichten. Und da hatten wir zum Beispiel Sleeping Dogs. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt neu, aber es ist auf jeden Fall ein Reboot der True Crime Serie oder aber auch Spec Ops The Line. Das einfach mal aus dem Nichts kam und wo ich mir wirklich wünschen würde, dass sie versuchen würden, vielleicht diese Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive zu zeigen oder vielleicht mal direkt unmittelbar danach irgendwelche Ereignisse. Das fände ich schon sehr interessant, aber der
die beste neue Marke, die erschaffen worden ist, ist folgende. Dishonored hatte wirklich viele Schwächen und viele Ecken und Kanten, aber ich glaube, mit diesem ganzen neuen Universum, mit diesem ganzen neuen, diesen ganzen viktorianischen Stil und den Geschichten dahinter, das Ganze ist, da bietet so viele Geschichten zu erzählen, da bin ich echt gespannt, was sie da machen wollen. Sie machen ja auch was, also Dishonored ist ja ein Titel, der anscheinend bei den Entwicklern für zufriedene Gesichter gesorgt hat, weil das gut angekommen ist, und da wollen sie jetzt auch nochmal ein paar Spiele nachträglich entwickeln. Ich bin sehr gespannt, was daraus von zukommt. Ich glaube, das könnte richtig knallen, das könnte richtig gut werden, und wir werden in den nächsten Jahren einiges noch von Corvo oder von Dishonored sehen. Die beste Fortsetzung. Und da hatten wir dieses Jahr natürlich wieder eine Menge. Das ist typisch. Wir sind in diesem Zeitalter, wo Sequels sich einfach gut verkaufen. Aber ich sag mal so, bei Hitman Absolution und bei Halo 4, das waren großartige Sequels. Die fand ich alle beide geil, weil sie ihre Stärken genommen haben und sie ja einfach ergänzt hatten. Ergänzt hatten, und sie, um sie nochmal zu perfektionieren. Und ich finde, sie haben es fast teilweise geschafft. Ich bin von den beiden Titeln begeistert, aber es gab einen Titel, der ist für mich einfach unangefochten, dass die beste Fortsetzung 2012, und zwar dieses hier. Ja, wie ich das gerade erwähnt hatte, ist Darksiders 2 eben deswegen für mich besser als Darksiders 1, weil Darksiders 1 war sehr lang, es hatte sehr viele gestreckte Passagen, es hatte sehr viele auch abwechslungsarme irgendwelche Gameplay-Elemente. Ich hätte nicht gewusst, was will das Spiel von mir? Soll ich jetzt eine Stunde in einem Dungeon rumlaufen oder soll ich mich jetzt eine Stunde durchboxen? Das Ganze war irgendwie nicht so geil. Obwohl das Spiel wirklich ganz gut war, aber Darksiders 2 hat das Ganze einfach noch ein bisschen kompakter, ein bisschen fresher gemacht, ein bisschen klarer irgendwie entwickelt, und deswegen ist Darksiders 2 das bessere Darksiders und die beste Fortsetzung im Jahre 2012. Meist unterschätzt, eine ganz interessante Rubrik. Da habe ich zum Beispiel so Sachen wie I Am Alive. Ich finde es immer noch sehr schade, wie das Spiel bei den Bewertungen von hochseriösen Magazinen kritisiert worden ist. Ich meine, das Ding ist nicht gerade teuer gewesen in der Entwicklung. Das Spiel ist auch nicht gerade teuer, was der Endpreis angeht. Dafür kriegt man aber wirklich ein einzigartiges Spielerlebnis mit einem richtig geilen Klettersystem, mit einem richtig geilen Survival-System, dass du wirklich dann so taktisch überlegen musst, soll ich jetzt die letzte Kugel in meinem Magazin verbrauchen oder soll ich jetzt irgendwie versuchen zu flüchten? Das Ganze ist doch eigentlich richtig cool. Warum meckert man da so extrem? Habe ich nicht verstanden. Genauso wie auch bei Binary Domain. Das ist jetzt kein großartiger Titel, aber ich weiß doch, als wir dieses Spiel in den Playcast bekommen haben, um es zu testen, da wollte es keiner spielen, keiner. Und am Ende blieb es bei mir hängen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich zock's jetzt mal. Und als ich das Spiel durchgespielt hatte, fand ich das eigentlich richtig cool. Aber die größte oder beziehungsweise das meist unterschätzte Spiel im Jahr 2012 ist folgendes. We'll be right back.
Offline ist sehr unterschätzt, sehr unterschätzt. Das Problem ist meiner Meinung nach auch eben die Demo. Denn bevor das Spiel gelauncht worden ist, gab es eben die anspielbare Demo-Version. Und die, glaube ich, zeigte so die ersten zwei Levels. Und das ist wirklich noch dieses typische America, fuck yeah, Military Shooter-Gedöns. Könnte man halt wirklich dann so abfertigen. Aber ich sag wirklich ohne Scheiß, das Ding entwickelt sich und wird zu einem sehr, sehr krassen Mindfuck Third-Person-Shooter, der wirklich geil ist. Klar, spielerisch ist das nichts Besonderes, aber von der Story her und von der Atmo und von den Charakteren fand ich es sehr, sehr cool. Deswegen ist es halt sehr schade, dass das Spiel ja so schwer hatte, bei manchen Spielern Anklang zu finden. Vielleicht versuchen es manche nochmal für einen günstigen Preis, das Ding sich nochmal zu krallen. Ich würde es mich würde es wirklich freuen. In diesem Sinne, Platz Nummer meist unterschätzt, Awards 2012 geht an Spec Ops The Line. Die beste Atmosphäre in einem Videospiel. Mass Effect 3 fand ich ganz cool. Auch ein Spiel wie Risen 2 hat mich im Piraten-Setting total geflasht, weil es wirklich so eine, weil es nicht lächerlich Piraten-Setting war, sondern sich wirklich ernst genommen hatte und das wirklich dann übertragen hatte auf dich. Aber die beste Atmosphäre in diesem Jahr hat dieses Spiel. Assassin's Creed 3 ist jetzt kein großer Kracher, für mich persönlich. Es war jetzt nicht das beste Spiel im Jahr 2012, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber es hatte eben so eine richtig geniale, dichte Atmosphäre. Wenn du dann so in dieser Wildnis bist oder im Schnee durch die Bäume da durchkraxelst und auf die Jagd bist nach irgendeinem Hirsch oder sowas, das ist schon wirklich dicht und schön gemacht. Das ganze Umgebung sieht toll aus, überall sind Leute, überall labern Leute, du hast das Gefühl, in diesen Städten, da steppt der Bär, da leben Leute und du bist da einer von vielen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und fehlt mir auch bei vielen anderen Open-World-Spielen. Das kann Ubisoft sehr gut, weil auch Far Cry 3 hat da echt eine tolle Welt zusammengestellt, die allerdings die auch ein bisschen hin und wieder an Schluck auf leidet, aber das machen wir unseren Meeting und haben eine Meinung fest, wenn wir dazu kommen. Beste Atmosphäre 2012? Assassin's Creed 3. Eine meiner Lieblingskategorien, der beste Soundtrack, da hatten wir tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel, und das sage ich zum ersten Mal, Final Fantasy 13 2 hatte einen super Soundtrack, fand ich immer sehr cool. Auch Lone Survivor, dieses Indie-Game, hat einen fantastischen Soundtrack, sehr stimmig, sehr gruselig, toll gemacht, sehr cool. Aber wenn ich jetzt mal so überblicke, was so der beste Soundtrack ist, da ist es schon sehr klar, weil ich schon nach der ersten Sekunde bei diesem Soundtrack voll dabei war, dieser. Der Darksiders 2 Soundtrack von Jasper Kidd oder Kite, ich glaube, ich nenne ihn immer Kidd, ist von der Bank weg eigentlich großartig. Ja, ich hatte zum Beispiel einen Dungeon, wo es ein bisschen ruhiger zur Sache ging und da kam halt ein wirklich passender, mystischer Soundtrack oder aber es ging richtig hart zur Sache mit einem fetten Bossfight, da kam halt die passende, krachende, geile, motivierende, aufpuschende Musik. Das Ding ist halt wirklich... Das hat einen einprägsamen Soundtrack, der sich auch durch das gesamte Spiel auch so durchzieht. Wirklich großartig. Der
den schönsten Stil in einem Videospiel, also so schönstes Artstyle oder sowas, da gibt es zum Beispiel so Spiele wie Dishonored, was wirklich großartig war, war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen karikaturartig, aber schon so dieser viktorianische Stil, das war schon teilweise sehr ansehnlich. Da gab es zum Beispiel so ein Level mit so einem Schönheitsball oder so Maskenball, das war großartig. Oder aber auch A Deadlight, dieser 2D-Zombie-Ding, so ein bisschen, so eine Mischung aus Limbo und Outland, Outland nicht, aber so ein bisschen so schemenhaft, bisschen so schattenhaft. Fand ich sehr, sehr cool, aber der schönste Stil in einem Videospiel geht an... Ja, jetzt kommen wir zu einer persönlichen Kategorie, die, und zwar meine tollsten Momente in diesem Jahr. Da hatten wir, habe ich wirklich so drei Stück aufgeschrieben. Da habe ich zum Beispiel den Kampf gegen The Guardian bei Darksiders 2. Ist wirklich großartig geil gemacht. Das ist so eine Art wie so ein Shadow of the Colossus Riese, den man da irgendwie besiegen muss. Mit einer coolen Vorgeschichte und einem fantastischen Soundtrack. Da hätten wir wieder mal den großartigen Soundtrack von Darksiders 2. Oder aber auch natürlich meine persönliche schöne Erfahrung mit Journey. Das ist einfach so eine Sache, das werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. Super toll. Aber auf Platz Nummer 1 oder beziehungsweise den Award für den tollsten Moment in diesem Spiel, ja, für mich ist diese. Das ist das Playcast-Treffen auf der Gamescom. Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt, dass du wirklich dann so, dass um dich herum Leute sind, die dich kennen und die dich anscheinend mögen. Und du kennst diese Leute eigentlich gar nicht. Und die Leute wollen mit dir reden, die wollen mit dir in Kontakt kommen, die wollen von dir ein Autogramm haben oder wollen halt vielleicht eine Frage stellen oder sowas. Ich persönlich habe in meinem Leben sowas nie gehabt. Dass irgendwie Leute sich für mich interessieren, dass Leute halt irgendwie um mich herum stehen, um mit mir zu reden. Das ist einfach der absolute Hammer gewesen. Ich war tagelang danach noch sowas von weg, weil es einfach für mich, ich meine, ich bin ja kein großer Star, das ist für mich immer noch eines wirklich der tollste Moment in diesem Jahr war. Mein großer Highlight in diesem Jahr 2012. Das Playcast-Treffen. Ne, das Playcast-Treffen. Die Königsklasse, die Königskategorie, das beste Spiel 2012. Okay, ich muss sagen, dass zum Beispiel so Spiele wie Deponia, das hat mich einfach super begeistert und war beide Male, bei beiden Spielen einfach großartig. Oder aber Darksiders 2. Ich finde das Spiel einfach toll, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mit dem guten Soundtrack und dem Artdesign und dem tollen Universum, glaube ich, kommt da noch einiges Gutes bei uns an. Aber das beste Spiel mit Abstand, was mich total begeistert hatte. Thank you.
Das ist ein Spiel, das habe ich so selten erlebt, dass gerade auch diese Episoden-Veröffentlichungen, dass die mich auch nochmal wirklich heiß gemacht haben auf Episode 3, 4 oder 5, dass ich da in der Arbeit gesessen bin, nach Hause kommen wollte, um sie weiterzuspielen, dass ich hier wirklich getrauert habe, geschockt war, mich gefreut habe, alles zusammen gemischt in diesem Spiel, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dass mich das überhaupt so begeistern kann, ist schon echt großartig und hervorragend. Clementine ist das zuckersüßeste Mädel in einem Videospiel, das ich beschützen musste, weil es einfach auch meine Hilfe braucht. Genauso wie ich Lee mochte, weil Lee als Hauptcharakter mir einfach angenehm war. Klar, du konntest ihn so formen, wie du möchtest, aber auch so seine Art, seine Stimme, der komplette Cast war großartig. Ich war am Ende der letzten Episode zu Tränen gerührt. Ich glaube, wie fast alle, die das Spiel gespielt hatten. Ich war von der ersten... Es gibt keine Episode in The Walking Dead, die ich schlecht fand. Natürlich gab es Episoden, die total krasse Szenen hatten, wo du, boah, what the fuck? Da saß ich dann da so da und das kann ja nicht sein. Es gab auch ein paar Episoden, wie zum Beispiel Episode 4, die auch mal ein paar ruhige Momente dabei hatten, aber die ganz, ganz wichtig waren, um die gesamte Story nochmal den Rundschliff zu geben, den es verdient hatte. The Walking Dead ist mit Abstand das beste Spiel 2012 und das zu Recht. Und damit beende ich heute diese, oder für dieses Jahr, diesen Jahresüberblick und auch verabschiede mich hiermit auch aus diesem Jahr 2012 für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein besinnliches, wundervolles Weihnachtsfest mit eurer Familie. Ich hoffe, ihr feiert schön und lässt euch schön bescheren. Genießt die Feiertage mit viel Essen, mit viel Zeit, um mal wirklich richtig krass geile Spiele zu spielen, die ihr noch nachholen müsst. Und natürlich dazu ein tollen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, das nächste Jahr begleitet ihr mich weiter auf meine Reise, wohin auch immer. Ich glaube, ich mache den Kamin langsam aus. Ich gehe jetzt nach Haus. Jetzt muss ich einen coolen Rhyme finden. Ach, scheißegal. Das war mein Jahresrückblick. Das waren die Yeti Bin Awards 2012. Ich sage Tschüss.